Perfekt, herzlich willkommen jetzt zur eLecture QR-Code Papier zum automatischen Korrekturversand. Mein Name ist Daniel Pfeiffer, ich darf heute co-moderieren und wir starten gleich weiter mit dem Herrn Walgowski. Hier die Präsentation. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich versuche das mal mit dem kollektiven Du. Und wir starten gleich mal mit einer kurzen Umfrage. Und zwar möchte ich gerne von euch wissen, ob ihr schon einmal QR-Codes in der Lehre oder in der Schule, je nachdem, aus welchem Hintergrund ihr so kommt, eingesetzt habt. Ja, schon öfter oder ja, aber noch vielleicht nur ein, zwei Mal, noch nie oder oh mein Gott, ich habe überhaupt gar nicht jemals erfahren, was ein QR-Code ist. Das ist jetzt so der Totmann-Knopf in der Umfrage. Wenn das jetzt jemand abstimmt, dann würde ich das natürlich trotzdem kurz erklären, aber ich nehme mal an, wer jetzt hier gelandet ist, hat schon mal was von QR-Codes gehört. Okay, die häufigste Antwort ist ja, aber noch nicht so wahnsinnig oft. Das ist wahrscheinlich auch, also ja, das, was ich so ausgewählt hätte, weil ansonsten bis auf das nutzen wir das auch nicht so wahnsinnig häufig. Höchstens, um mal Links an die Tafel zu werfen, um die Leute auf irgendeine Internetseite zu führen, ohne dass die halt was Langes eintippen müssen. So, ich denke, wir können dann die Umfrage erstmal wieder schließen. Und ich will mal einfach nur an dieser Folie kurz die Idee erklären. Wir haben eine Grundlagenvorlesung für Elektrotechnik. Da sind pro Semester sowas wie 150, manchmal auch 200 Studierende dabei. Und wir schreiben einmal pro Semester eine Leistungskontrolle. Die schreiben die Leute ganz klassisch mit Zettel und Stift auf Papier. Also da passiert nichts mit E-Learning, weil es uns um den Rechenweg geht. Und den Rechenweg kann man viel besser auf Papier aufschreiben. Dann sammeln wir das ein und korrigieren das. Also Leute schreiben das handschriftlich, wir korrigieren das handschriftlich. Und jetzt war so ein bisschen die Idee, wie kann man den Studierenden ihre Ergebnisse der Leistungskontrolle wieder relativ einfach und schnell zukommen lassen. Die klassische Variante ist, man macht eine Leistungskontrolleinsicht, alle kommen her, man hat irgendwie ganz viele Hefter, muss eben seine Arbeit oder seine Kontrolle raussuchen, dann haben die ein bisschen Zeit, sich das anzuschauen. Und dann sammelt man das wieder alles mühselig ein und braucht einen riesen Raum, muss das alles logistisch organisieren. Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, es gibt doch diese QR-Codes und in dem QR-Code kann man ja letztendlich erstmal beliebige Informationen speichern. Also können wir in dem QR-Code eben die E-Mail-Adressen des Studenten oder der Studentin speichern. Und können danach dann, also die können da ihre Lösung draufschreiben, wir können die korrigieren, scannen die danach ein. Es gibt ein Programm, was den QR-Code erkennt, daraus wieder die E-Mail-Adresse dekodiert und dann können wir jedem vollkommen automatisiert seine korrigierte Leistungskontrolle zuschicken. Das ist so die Idee. Und naja, vorher muss man halt dieses Papier erzeugen. Wie das funktioniert, erkläre ich sozusagen gleich. Und ja, man kann dann natürlich noch ein paar Informationen da drauf schreiben, wie die Namen oder wie was für die Uni wichtig ist. Eine Matrikelnummer als eindeutige Zuordnung oder zum Beispiel den Studiengang, was für uns wichtig ist, an welches Prüfungsamt zum Beispiel muss dieses Ergebnis dann gemeldet werden im Nachgang. So, das ist so die grobe Idee. Ich würde noch ein bisschen was sagen, weiterführen zur Motivation für uns. Dann, das ist so ein bisschen der technische Teil, wie funktioniert das jetzt, wie haben wir das realisiert, mit was für Programmen und mit was für Tools und wie läuft das so ab. Und dann am Ende eine kleine Auswertung geben, wir haben das jetzt einmal gemacht, wie hat das so funktioniert, was sind so die Vorteile, was sind vielleicht Nachteile, vermutete Nachteile, haben sich dann auch so bestätigt. Und ja, am Ende kommt nochmal eine kleine Umfrage, wo ich dann im Prinzip von euch gerne wissen würde, ob ihr vielleicht nicht noch andere Ideen habt, wie man dieses Konzept einsetzen kann. So, also Motivation ist eben ganz klar die Effizienzsteigerung von solchen Einsichtsterminen. Also ja, wenn 150 Studierende an der Leistungskontrolle mitgeschrieben haben, dann kommen nicht alle zur Einsicht, aber es kommen halt schon eine ganze Menge und eigentlich wollen die meisten nur wissen, wie viele Punkte habe ich denn, was hatte ich richtig, was hatte ich falsch und dann was man aber eigentlich eher haben möchte, ist, dass die nicht so qualitative Fragen stellen, sondern eher quantitative Fragen. Warum habe ich das falsch? Was hätte ich da besser machen müssen? Wo ist da mein Denkfehler und so weiter? Und was wir dann auch machen,
Schon ein bisschen länger, aber auch noch nicht allzu lange. Wir machen so Videoklausur-Nachbesprechungen. Also nach der Leistungskontrolle setze ich mich hin, schreibe auf dem Tablet, erkläre kurz nochmal so das, also eigentlich nicht wirklich die Aufgabe, weil wir wollen keinen freien Aufgabenkatalog unserer Klausuraufgaben im Internet haben, aber die Lösung der Aufgabe, das hätte man machen müssen und was sind so die typischen Fehler, die dabei passiert sind. Und das gucken sich die Leute dann natürlich schon ziemlich häufig an. Und kommen dann so mit der typischen Frage zur Leistungskontrolleinsicht. Ich habe mir das Video angeschaut, aber wo ist da jetzt eben genau mein Denkfehler? Wo stehe ich da auf dem Schlauch? Warum? Ich habe das doch eigentlich genau so gemacht. Warum ist das jetzt bei mir falsch? Und solche Fragen wollen wir gerne haben. Solche Fragen wollen wir gerne beantworten, weil das ist sinnvoll, das zu diskutieren. Aber wie viele Punkte habe ich da? Warum habe ich da nicht einen Punkt mehr oder so? Das wollen wir halt eigentlich nicht haben. So, das ist so ein bisschen die Idee. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Also ich suche mir oder ich besorge mir eine Liste aller Studierenden. Was ich brauche, ist sowas wie Name, Matrikelnummer und natürlich eine E-Mail-Adresse und eventuell noch den Studiengang. Die kriegt man zum Beispiel relativ gut aus Lernplattformen raus. Also wir benutzen in Magdeburg ein Moodle und da gibt es sowas. Man kann eine Bewertungstabelle exportieren und da findet man alle diese Informationen drin. Matrikelnummer kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber die braucht man ja vielleicht auch nicht so wirklich. Aber da findet man auf jeden Fall Namen und E-Mail-Adressen. So, den eigentlichen QR-Code oder die eigentliche Papiervorlage passiert in LaTeX. Da gibt es ein QR-Code-Paket, mit dem kann man halt QR-Codes beliebig erzeugen, mit also URLs, E-Mail-Adressen, was auch immer man da drin verschlüsseln will. Und dieses Kästchenfeld gibt es ein TIX-Paket, diese Abkürzung TIX steht für TIX, ist kein Zeichenprogramm, aber man kann damit in LaTeX sozusagen zeichnen und man kann damit so ein Kästchenpapier, also so diese Mathematikkästchen aufs Papier zeichnen oder halt Linien. Man könnte das Papier auch komplett weiß lassen, wenn man das möchte und man kann natürlich alles Mögliche einstellen, wie Liniendicke und welche Farbe die Linien haben sollen und welche Abstände und so weiter und so fort. Und ich habe versucht, so ein typisches Block-Mathematikpapier da so ein bisschen so zu reproduzieren. So, dann gibt es, dann mache ich den Rest im MATLAB. Ich bin Elektrotechniker. Elektrotechniker kennt sich gut mit MATLAB aus. Man kann das auch in jeder anderen beliebigen Programmiersprache programmieren, die man möchte. Aber in MATLAB gibt es eine Funktion, die E-Mails versenden kann. Und über MATLAB erzeuge ich dann für jeden dieses Papier mit seinem persönlichen QR-Code und schicke dem Student oder der Studentin das automatisiert per E-Mail zu. Also ich muss nur eine lange Liste laden und der Rest passiert sozusagen automatisch. Und wir nutzen dazu ein Gmail-Konto. Mittlerweile haben wir das schon mal auch umgestellt auf ein Uni-Konto. Das war damals einfach so eine Quick-and-Dirty-Lösung. Man kann aber da letztendlich auch andere Sachen einstellen. Aber Gmail geht halt relativ schnell und einfach. So, dann würde der Studierende sich das halt ausdrucken und das ausgedruckt zur Leistungskontrolle mitbringen und würde da seine Lösung draufschreiben. Ich habe jetzt mal das sozusagen hier demonstriert und da irgendwie eine Lösung von irgendeiner typischen Aufgabe. Man sieht, man kann natürlich alles das machen auf so einem Papier, was man jetzt mit Multiple Choice oder mit irgendeinem Freitextfeld in dem E-Learning schwer machen kann. Man kann da kleine Diagramme drauf malen, man kann da komplizierte Formeln drauf schreiben, lange Herleitungen und Lösungswege und so weiter. Und habe jetzt mal meine Aufgabe, die ich selber geschrieben habe, mit so ein paar typischen Fehlern da reingebastelt und das halt korrigiert dann in Rot drüber, so wie man das so auch in der Schule korrigieren würde. Der Schüler, die Schülerin schreibt in Blau und der Lehrer, die Lehrerin, der Dozent korrigiert in Rot oder in irgendeiner anderen gut erkennbaren Farbe drüber. So, dann kommt der, also den Teil habe ich mir ehrlich gesagt einfacher vorgestellt, der war dann doch langwieriger, als ich gedacht habe, das Ganze einzuscannen. Es ist natürlich schlau, wenn man jetzt nicht so einen Flachbettscanner von zu Hause nimmt, sondern einen Scanner, der das entscheidende Bauteil ist, sozusagen das hier oben, so ein Einzelblatteinzug, nee, eigentlich ist der hier oben, da kommen die Blätter dann wieder raus. Also man kann oben so einen riesen Stapel Papier rein tun in den Scanner und der scannt automatisch die ganzen Seiten. Den Scanner, den wir noch haben, der muss immer erst die Vorderseite scannen und dann die Rückseite. Mittlerweile gibt es wohl auch einen Scanner oder gibt es Scanner, die scannen Vorder- und Rückseite auf einmal, den geht es noch ein bisschen schneller. Aber das war so tatsächlich aus der Erfahrung der Flaschenhals, da habe ich glaube ich die meiste Zeit für verbracht, das dann tatsächlich einzuscannen. Aber das ist natürlich auch eine Arbeit, die kann man relativ gut einen Assistenten machen lassen. So, und dann kommt da eben raus für jeden Studierenden, also ich habe sozusagen jede Arbeit einzeln gescannt, die haben natürlich dann so zwischen 6 und 12 Seiten
Vorder- und Rückseite, wenn die 2 Stunden, 90 Minuten oder so eine Leistungskontrolle schreiben, da kommt schon ein bisschen was an Papier zusammen. Und dann habe ich für jeden Studierenden eine PDF-Datei der eingescannten, korrigierten, also geschriebenen, eingescannten, korrigierten, eingescannten Leistungskontrolle. So, und dann muss man den QR-Code natürlich da erkennen. Und jetzt gibt es wieder ein paar Tools. Also ich nehme die erste Seite dieser PDF-Datei und wandle die erstmal in Bild um, in die JPG-Datei. Da gibt es ein tolles Tool für GoScript, kann man sich da und da runterladen. Dann gibt es auch eine MATLAB-Funktion, die solche QR-Codes dekodieren kann. Die findet man auch relativ frei im Internet. Den muss man ein bisschen modifizieren, dass die halt genau für den Anwendungszweck passt. Aber das ist nicht allzu schwierig. Und das Ganze basiert auf einer freien Bibliothek von Google, die heißt Zebra Crossing, so spricht man das sozusagen aus, dieses ZXing. Und dieses Zebra Crossing ist eben ja ein Zebrastreifen. Das ist sozusagen die Analogie von einem Barcode oder von einem QR-Code, die man damit dekodieren kann. Die kann man sich bei GitHub kostenlos runterladen, wird von Google sozusagen gepflegt und bereitgestellt. Die macht dann die eigentliche Erkennung. Und das, was in MATLAB passiert, ist sozusagen nur so ein Frontend darum. So, und dann, also habe ich halt einen Ordner, ist von jedem Student die PDF-Datei drin mit seiner eingescannten, korrigierten Lösung. Die erste Seite wird automatisiert in ein Bild umgewandelt, der QR-Code wird erkannt, die E-Mail-Adresse wird daraus dekodiert und dann wird automatisch die PDF-Datei an jeden Studenten automatisch geschickt, ohne dass ich da was sozusagen zutun muss. Also das Ganze ist ziemlich gut skalierbar. Ob ich das jetzt für 10 Leute lohnt sich nicht, da ist es wahrscheinlich einfacher, die per Hand zu verschicken, aber ob ich das jetzt für 100 mache oder für 1000, ist letztendlich egal. Es ist nur eine Frage der Bandbreite, die man hat, um diese E-Mail zu verschicken. So ganz kurz funktioniert das technisch. So, was für Vorteile hat das? Also wir haben das im Wintersemester bei dieser Leistungskontrolle im Dezember einmal ausprobiert und ich hatte noch nie so eine entspannte Leistungskontrolleinsicht wie da, weil eben die ganzen Leute, die einfach nur mal wissen wollten, wie viele Punkte habe ich, die sind natürlich nicht gekommen, weil das konnten die auch einfach auf ihrem Computer nachgucken und mussten dafür nicht extra in Juni kommen. Also es war viel weniger Andrang da, es sind eben nur die Leute gekommen, die wirklich sachliche, fachliche, detaillierte Fragen hatten zu ihrer Lösung, die wissen wollten, was hatten sie da richtig und was hatten sie da sozusagen falsch oder also die wirklich verstehen wollten, was war da jetzt falsch, die das einfach anhand der falsch und richtig Markierung nicht erkannt haben oder wo wirklich es großen Diskussionsbedarf gab. So, dann ist natürlich auch ein Vorteil, vorher sind natürlich eher nur so die interessierten Studenten zur Klausur an sich gekommen, jetzt erhalten alle ihre korrigierte Lösung. Ob sie das wollen oder nicht. Also ich meine, klar, die können die E-Mail dann immer noch löschen oder einfach in den Papierkorb schieben, aber zumindest haben einfach mal alle die Chance, auch wenn sie nicht am Universitätsort wohnen, einen Blick in ihre Leistungskontrolle zu werfen. Und was mir die Kollegen zugetragen haben, es ist ein Riesenvorteil, dass man auf allen Lösungszetteln mal oben lesbare Namen zu stehen hat, dass man eben dann die Punkte auch der entsprechenden Person in irgendeiner Tabelle eintragen kann und mich entziffern muss, ist das jetzt der Vorname, ist das der Nachname, ist das ein I, ist das ein J, also das wurde, also ist eigentlich eine triviale Sache, wenn man so drüber nachdenkt, aber scheint ein Riesenvorteil zu sein. So, wo Licht ist, ist auch Schatten, jede Rose hat auch Dornen, es gibt natürlich auch ein paar Nachteile. Wenn man jetzt jedem Studierenden seine Lösung schickt, wir schicken natürlich nur die Lösung, wir schicken nicht das Aufgabenblatt, weil eben wir wollen ja nicht, also es kursieren sowieso schon genügend Klausur-, Leistungskontrollaufgabenkataloge vom Fachschaftsrat gesammelt und so im Internet rum, aber wir möchten das nicht noch befeuern. Das heißt, wir schicken den Studierenden natürlich nur ihre Lösungen. Jetzt kann sich jemand natürlich hinsetzen und anhand seiner Lösung wieder rückwärtig eine Aufgabe zusammenbasteln, wie war die Aufgabe dazu, und die halt dann in irgendeinen Klausuraufgabenkatalog, der von einem Fachschaftsrat gepflegt wird, ins Internet stellen. Ja gut, da können wir nichts gegen machen. Ich meine, die Leute können das natürlich auch einfach so aus ihrer Erinnerung die Aufgaben aufschreiben danach. Ich sag mal so, wenn sie das machen, haben sie immer ein bisschen was über Elektrotechnik gelernt. Und sozusagen, wenn man so Reverse Engineering macht, aus der Lösung die Aufgabe bauen, da muss man schon über einige Sachen nachdenken. Das ist ja eigentlich genau das, was wir wollen, dass die Leute über die Elektrotechnik nachdenken.
So, und was auch so ein vermuteter Schwachpunkt an dem Konzept war, ist, dass wenn jetzt alle eben ihre korrigierte Lösung zugeschickt bekommen, dass die Studierenden dann massiv anfangen, das nebeneinander zu halten und zu sagen, oh, guck mal, lass uns mal diesen Lösungsweg vergleichen, warum hast du einen Punkt mehr, warum habe ich einen Punkt weniger, und jetzt fragen wir alle massiv nach, warum kriege ich nicht da auch einen Punkt mehr oder sowas. Dem sind wir schon von vornherein ein bisschen, haben wir versucht, dem entgegenzuwirken, indem wir halt gesagt haben, liebe Studierenden, das ist nur eine Zulassungsklausur, das ist nicht die wirkliche Klausur. Es geht am Ende nur um eine Pass-Fail-Entscheidung. Ihr kriegt den Übungsschein, ihr kriegt die Klausurzulassung oder eben nicht. Und wir fangen da nicht an, jetzt über ein, zwei Punkte zu diskutieren, weil, naja, wenn ihr jetzt gerade so mit einem Punkt mehr die Zulassung kriegt, dann würdet ihr in der Klausur auch noch nicht so richtig gut aussehen. Dann würdet ihr die Klausur eben auch gerade so oder vielleicht gerade so nicht bestehen. Also seht mal lieber zu, dass ihr sicher die Zulassung habt. Dann habt ihr auch kein Problem, eine gute Note in der Klausur zu bekommen. Und deswegen fangen wir auch nicht an, jetzt irgendwie über einen Punkt mehr oder weniger zu diskutieren, weil, also wenn man sicher drüber ist, ob man dann halt einen Punkt oder mehr hat, ist egal. Man hat ja bestanden, und wenn man halt so knapp an der Grenze ist, dann ist das eh nicht sonderlich gut. Und also das vorher klar ausgesprochen, mehrfach in der Vorlesung gab es auch eigentlich erschreckend wenig Nachfragen. Also gab es früher eigentlich mehr. Ja, dann kann man sich noch so ein bisschen überlegen, was wäre jetzt noch eine mögliche Anwendung des Konzepts. Was man natürlich machen kann, wäre jetzt diese Sachen einscannen, ohne dass man sie vorher korrigiert hat, sondern die Leute schreiben eben weiterhin ihre Lösung handschriftlich auf dem Zettel. Wie gesagt, wir brauchen dieses Handschriftliche für die Skizzen, für die Formeln, und scannt das danach ein, ordnet dann anhand des QR-Codes automatisch zu, dieser Student hat diese und diese Lösung produziert, sodass man die dann automatisch in Moodle oder Ilias oder OLAT oder was auch immer zugeordnet hat und die dann da praktisch elektronisch korrigiert mit elektronischer Tinte, wie man eine PDF-Datei kommentiert, und dann die Studierenden natürlich auch direkt eine Einsichtsmöglichkeit auf diese elektronische Version hätten. Und eine andere Variante, mal gucken, ob wir das vielleicht in diesem Semester noch programmiert bekommen. Bis jetzt ist es so, die Korrekteure lesen eben den Namen, suchen nach dem Namen in einer Liste im Moodle, tragen dort die Punkte ein. Da wäre es natürlich auch nett, wenn die Korrekteure eben einfach den QR-Code scannen mit ihrem Handy zum Beispiel oder mit einem Tablet, und dann direkt auf die entsprechende Punkte-Eintragungsseite des Studierenden kommen und da direkt die Punkte halt eintragen würden, ohne dass man händisch in einer Liste nach Vornamen, Nachnamen, was auch immer suchen muss. Mal gucken, das sollte eigentlich vielleicht auch gar nicht so schwierig zu sein, das zu programmieren. So, und damit bin ich eigentlich im Prinzip schon am Ende und würde gern, bevor ich Fragen beantworte, einfach nochmal in die Runde fragen, ob ihr denn Ideen habt, wie man dieses Konzept noch einsetzen könnte. Leuten anhand dieses QR-Codes automatisiert zum Beispiel Korrekturen oder eben irgendwas anderes nachträglich per E-Mail zukommen zu lassen. Okay, vielleicht fällt ja dem einen oder anderen was ein. Noch, dann würde ich erstmal fragen, gibt es Fragen? Okay, wenn dem nicht so ist, dann habe ich auf der letzten Folie noch, wenn das jemand interessiert, einen Link. Ich kann ihn auch noch mal in den Chat posten. Von einem kleinen Blogartikel, da steht noch mal im Endeffekt das Gleiche drin, ein bisschen detaillierter beschrieben. Und dann, also der war ein bisschen lang, der Link, deswegen hat er nicht auf die Folien gepasst. Und dann gibt es hier noch einen Link, wo man sich unser Tool, also wenn man ein MATLAB hat und ein bisschen mit LaTeX umgehen kann, sich das eigentlich komplett runterladen kann. Auch mit einem kleinen Beispiel drin, also mit so einer Tabelle, genau wie ich die vorher gezeigt habe, mit Max und Erna Mustermann und mit ein paar Beispiel-E-Mail-Adressen.
Also, dass man es eigentlich mal ausprobieren kann. Da ist auch also die richtigen Adressen wenn man das mit einem Google oder mit einem Gmail-Konto macht, also natürlich nicht mit unserem Zugang. Also da muss man da schon sich selber sein Passwort und seinen Benutzernamen eintragen. Und dann kann man das Ganze eigentlich mal selber ausprobieren. Sehr spannender Vortrag, fand ich sehr interessant. Ich bin sehr froh, dass QR-Codes noch immer Anwendung finden. Wir haben eh schon mal darüber gesprochen. Mir wurde schon öfter erzählt, QR-Codes sind tot. Und ich bin froh, dass sie nicht tot sind und noch immer leben. Da ist eine Frage gekommen gerade. Ich glaube auch nicht. Genau, also ich denke, dass wir das Video heute aufgezeichnet haben und dass das in 2, 3, 4 Tagen oder vielleicht im Laufe der nächsten Woche bestimmt dann auf der DigiPH-Webseite als Stream oder vielleicht Also sogar ja, als man kann sich Download, es auf keine jeden Fall Ahnung, später noch anschauen. verfügbar Es ist. Also wird dass man sich das eben ein bestimmt auch paar später Tage anschaut. dauern, wie besprochen. Und einfach auf derselben Seite, wo ihr heute eingestiegen seid, wird es statt dem zum virtuellen Lernraum geben, wird es einen Button geben mit zur Aufzeichnung. Also einfach diesen Link hier speichern und da kann man sich das Ganze noch einmal anschauen. Gibt es noch Fragen? Ansonsten, was ich auch mal vor einiger Zeit, also das haben wir jetzt nicht so direkt ausprobiert, weil es nicht, ich poste mal kurz noch einen Link in den Chat, weil es einfach nicht so in den Bereich der Elektrotechnik passt, aber auch eine nette Anwendung von QR-Codes. Da gab es schon mal eine E-Lecture über Feedback-Tools. Das ist auch ein recht interessantes Konzept. Also zum Beispiel Studierende oder Schüler, Schülerinnen schreiben einen Aufsatz oder ein Essay oder irgendwas sozusagen in schriftlicher Form, was man jetzt auch bewerten würde oder irgendwie kommentieren würde. Jetzt kann man natürlich so Kommentare recht langwierig da dran schreiben. Und bei solchen Sachen, also vielleicht auch für die Elektrotechnik, wir haben es noch nie ausprobiert, ist es natürlich auch eine Idee, einfach Feedback mündlich zu geben. Also ich lese den Text des Studierenden und spreche dazu sozusagen mein Feedback, ohne das aufzuschreiben, weil sprechen kann man typischerweise schneller, als dass man schreibt. Und nimmt das einfach auf und hinterlegt das auf einem Webserver und die Adresse zu diesem Audio-Feedback klebt man dann praktisch als QR-Code auf den Aufsatz des Schülers drauf, gibt ihm das sozusagen zurück. Der kann dann mit seinem Handy den QR-Code scannen oder mit seinem Tablet und kann sich das Audio-Feedback, was man ihm eben als Rückmeldung zu seinem Essay, zu seinem Aufsatz gegeben hat, anhören. Das ist was, ja, sowas Ähnliches ist, bloß sozusagen in umgekehrte Richtung. Ja, also und es macht auch so die Korrektur ein bisschen einfacher, weil es vielleicht potenziell schneller ist, ein solches Feedback zu sprechen, als es aufzuschreiben. Ich glaube, das ist jetzt eher eine Frage, die nicht an mich geht. Also sobald man hier angemeldet ist oder bekommt man eine Teilnahmebestätigung. Beantwortet das die Frage? Ich wechsle vielleicht gleich mal auf die Abschlussfolie, da ist es nämlich auch nochmal drauf. Wenn Sie eine Teilnahme bestätigt, also wenn ihr eine Teilnahmebestätigung braucht, nicht angemeldet seid, dann heute bitte noch an info@virtuelle-ph.at den Elektro-Titel und das Datum angeben, dann gibt es auch noch eine Teilnahmebestätigung, wenn benötigt. Ja, wir haben jetzt noch ein paar Minuten für Fragen. Ihr könnt auch hier die Präsentation runterladen. Das ist Präsentation-20057070075. Das ist die jetzige Präsentation. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön für diese wunderschöne Anwendung des Codes. Ah, Gern. danke für diesen Artikel. Sehr gut.
Klingt sehr spannend. Das schaue ich mir auf Gibt es jeden Fall sonst mal noch an. Fragen zum Thema QR-Code und dieser Anwendung? Ja, also ansonsten ist, man muss schon ein bisschen auf die Druckqualität achten. Also wir hatten halt am Ende von den, sag mal, 150 Klausuren, eine, da hat es also den QR-Code nicht erkannt, trotz mal einmal so einscannen, einmal so einscannen, haben wir dann die E-Mail einfach so per Hand hinterhergeschickt. Aber ansonsten funktionierte das recht zuverlässig. Also wir benutzen auf der Uni Wien ein anderes Tool, das eben über Moodle funktioniert. Das kann ich auch noch kurz in den Chat posten. Das ist eine Eigenproduktion, das ist der Offline-Test. Mit automatisch einscannen und Co. Da ist nämlich auch das Problem der Farbe ein bisschen groß, dass wir halt farbige Sachen nicht einscannen können. Und da ist eben das Schwarz-Weiß auch ganz wichtig, dass aber eh beim QR-Code jetzt gelöst ist eigentlich. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, eure Adaption ein bisschen mehr zu adaptieren. Das ist auch Open Source, das kannst du auch gerne weiterverwenden. Zwecks, weil du hast ja erzählt mit Handy abscannen und dann direkt eintragen. Vielleicht sind da ein paar Features drinnen, die das erleichtern. Ja, vielleicht kann man sich ein bisschen daran inspirieren. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Wir haben noch Zeit. Das ist jetzt die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Gut, scheinbar nicht mehr. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal die Aufzeichnung auch stoppen. Sage ich Dankeschön für diesen spannenden Vortrag und diesen interessanten Ansatz, um QR-Codes zu verwenden. Und ich hoffe auf ein Wiedersehen.